Hallo Herr Eberl, willkommen in München. Danke. Der eine Trainername, der so ein bisschen über allen anderen schwebt momentan, ist ja Xabi Alonso, das wissen Sie sicherlich. Sie haben vor 3 Jahren schon mal ein Gespräch mit ihm gehabt, wollten ihn nach Gladbach holen. Vielleicht können Sie noch mal kurz schildern, wie das aus Ihrer Sicht war, wie auch er so als Typ war. Und haben Sie die Hoffnung, dass es jetzt vielleicht im zweiten Versuch klappt? Also ich kann gerne von dem Gespräch von damals erzählen, was für heute keinen Ausschlag hat. Was die heutige Trainersuche betrifft, wie gesagt, werde ich natürlich weiter von entfernt sein, irgendwas zu kommentieren. Aber das Gespräch von vor 3 Jahren mit Xabi war einfach beeindruckend. Er war damals Trainer der zweiten Mannschaft und das war im Grunde auch der Grund, wo er, und da sieht man mal, wie klar er auch ist, aber ich sag mal, ihr kennt ihn ja alle, er hat hier gespielt, ihr kennt ihn noch deutlich besser und intensiver als ich, aber hat er für sich gesagt, hör zu Max, mir ist das ein Touch zu früh, ich muss erstmal Erfahrung sammeln im Bereich des Trainers und hat dann eben damals mir abgesagt. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber wie gesagt, das lässt jetzt keinen Rückschluss auf heute, deswegen möchte ich da das gar nicht kommentieren und ich glaube, das sehen Sie mir auch nach, wenn ich noch nicht mal angefangen habe, jetzt schon irgendwelche Namen zu kommentieren.